Und jetzt? Ist Test. Das bleibt konstant, oder? Ja, hab ja auch nichts weiter an. Zum vierten Mal. Willkommen zu meinem Stream. Lufia. Mit Lufia. Birth of a Legend. Und ich hoffe mal, jetzt funktioniert's. Jetzt was im Chat schreibt. Moment. Ich kann's noch nicht sehen. So, Moment, geht sofort los. So, kannst du gehen. Hier gerade im Stream, dass alles läuft. Ja, Werbung kommt nicht immer. Gut, oh, jetzt kann es endlich losgehen. Also nochmal, hallo und willkommen nach mehreren Strapazen. Ah. So, jetzt können wir ein neues Spiel machen. So, die Language, die Sprache, bitte auf Deutsch. Wir sind Deutsch. Nee. Oh, Start. Pfeiltasten, Helden bewegen, Leertaste, weiter Aktion, X, abbrechen, Menü und Shift rennen. Ah, Questzauber, Alt-Ender, Vollbildfenster. Also Vollbildfenster. Vollbild-Fenster. So, Moment. So, bitte gib deinem Helden einen Namen. Wir sind der Juro. Juro? Er zeigt doch verworren Frames 0. Frames 0. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, wir sind Juro. Und bitte gib deiner Heldin einen Namen. Celia. So, let's go. Halt. Ach. Fordern. Wir können auch den Schwierigkeitsgrad wählen. Boss. Oder fordernd, Gegner, KP normal, Bosse normal, Gold normal, Erfahrung normal, Kinderspiel, Gegner, KP minus 25, Bosse normal, Gold plus 10, Erfahrung plus 25, Göttermodus, Höllenmodus, ach du Schande. Ich glaube, den können wir noch gar nicht spielen, oder? Wir müssen erst die anderen beiden spielen. Nimm mal Kinderspiel, gibt's mehr Erfahrung und mehr Gold. Und die Bosse haben weniger Leben. Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Jede Legende hat ihren Ursprung. Dies ist der vergessene Ursprung der Legende von Lufia. Lufia, Birth of a Legend, Happy End Studios 2009, not lizenzt bei Nintendo. Eieiei, wie in Lufia 2, Rise of the Strut. Geht ab hier. Ehren. Sag mir, sind unsere Feinde bezwungen? Wir haben sie gestürzt, Herr.
Endlich! Die Götter sind gefallen. Zu viel Zeit ist vergangen. Lasst uns die alte Ordnung unserer Welt wiederherstellen. Lasst uns die Zeit, in der wir allein wir existierten. Herr, die Welt hat sich gewandelt. Es sind nicht länger nur Echsen und Elfen, die sie bevölkern. Menschen haben die Welt erobert. Ihre Königreiche bedecken fast die gesamte Oberwelt. Erzählen wir von den Menschen. Sie sind weder stark wie Echsen, noch magisch wie Elfen. Menschen sind schwach. Doch ich sehe, sie werden Widerstand leisten. Sind wir vorbereitet? Ja, Herr. Erzähl mir mehr von der Zukunft, Erem. Ich werde euch meine Vision zeigen. Oh Gott. Happy End Studios. Präsentieren. Das fetzt das Intro. Lufia, Birth of a Legend. A Fangame by Psycho. Genau, ist ein Fangame. Und wir sind auf der Todesinsel. Das sind unsere Helden. Juhu, es ist soweit. Ja, meine Gruppe wird das Herz dieser Insel angreifen. Und wir werden die Höllenfürsten stellen. Du sagst es, Royd. Wir stürzen diese falschen Götter und beenden diesen Krieg. Ich spüre pures Verderben in der Aura dieser Insel. Nehmt euch alle in Acht. Wir sind wachsam. Es ist Zeit. Vorwärts! Die fliegende Festung der Höllenfürsten. Diese Feiglinge verstecken sich hinter ihren Mauern. Sei nicht leichtsinnig, wir wissen nicht, was sie vorhaben. Gehen wir endlich los? Die Höllenfürsten erwarten uns sicher schon. Jinga hat recht. Lasst uns loslegen, Freunde. Wir nehmen den linken Eingang. Yeah! Gedrückt halten und rennen. Hä? Achso. Ja, X drücken, je nachdem. Siljas Gruppe räumt hier auf. Wir gehen links rein. Hä? Hey! Ich wusste gar nicht, dass diese Kreaturen Sinn für Humor haben. Wo liegt das Problem? Jinga, etwas Licht könnte nicht schaden. Ah, richtig, ihr seid die Dunkelheit nicht gewohnt. Licht kommt sofort. Drücke A, um das Ringmenü aufzurufen und wähle dort den Lichtzauber. Beendet dieses Dialogfeld vorher mit der Leertaste. Licht. Danke, jetzt knüpfen wir uns diesen Magier mal vor. Anschließend schlagen wir uns bis in den Untergrund dieser Insel durch. Gehen, Lufia? Wow. Wir sind so gut trainiert, als dass diese Gegner hier uns noch etwas anhaben könnten. Im Kampf können wir auch einfach die mit zwei Pfeilen gekennzeichnete Autokampfoption wählen, um sie schnell wegzuputzen. Okay. Einige Steine blockieren den Weg. Wir verschieben sie durch Drücken der Leertaste beim Gegenlaufen. Dort an der Wand befindet sich eine weiße Hinweistafel.
Ziehen kannst du diese Blöcke nicht. Nutze den Ursprungszauber, ist alles dicht. Ja. Ups. Eine Schiene. Mit dem Kleiderschild können wir auf ihr gleiten. Wir rennen einfach auf die Schiene zu und ich springe dann auf den Schild auf. Von hier aus könnten wir mit der Leertaste den Enderhaken einsetzen. Die Pfosten zum Festhaken sehen immer exakt gleich aus. Allerdings ist gegenüber keiner zu sehen, nur ein Schatten. Vielleicht hilft der Enthüllungszauber weiter. Drücke A, um das Ringmenü aufzurufen und wähle dort den Enthüllungszauber aus. Achso, na ja, gehen wir erstmal hier rüber, oder? Leertaste und wir springen von Pfeilen ab. Jede Lücke, die nicht breiter ist als ein Feld, kann so überwunden werden. Zack! Hä? Geht's jetzt hier oben schon weiter? Ey, so ist Menü. Sieht aus wie ein Lufia 2, ne? Enthüllung. Drücke nicht die falsche Taste, auf dass der Aufzug nicht länger raste. Oh. Ups. Nein. Ah. Ganz ruhig. Was? Hä, wie jetzt? Stopp. Okay. Nee, so nicht. Nee, auch nicht. Hä? So geht er. Ach so. Nee, stopp. So. So. Muss mehr. Na? Ach. Cool, ich bin an lustig zu laufen. So. Dann so, 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 so. Nee. Mist. Ach so, auch. Okay. Hä? Ist das wie ein Pfeil? Ah, hoffentlich kommen wir jetzt weiter, es wird Zeit. Oh, lang gebraucht. Nein, nicht Licht. Nein. Hä? Ach so, hä? Ach so, hä, wie jetzt? Gott! Ein Drache! Donnerdrache! Hilft schon Wasser! Auf jeden Fall! Aber Feuer auch! Hä? Ist hier hinten was? Sieht so verdächtig aus. Nee, okay. Da ist noch ein Ritter. Wow. Höllenritter. Bam. Speicherpunkt.
Okay. Schicksalsfestung. Erster Stock. So, stopp, während ihr gespeichert. Kurz gucken. Kommt ja alles auf YouTube, aber... Safe steht drin. Gut. Wir haben bloß Kraftsirup. U1. Schwinge den Kettenhammer mit D. Bei einem Fehler rette dich der Ursprungszauber. Hä? Achso, wir haben die noch gar nicht. Ey. Zu viel aggressiver. Wow. Ging noch nicht auf. Okay. Ach so. Ach so. Ist denn das jetzt entlöst? Ach, die Dinger müssen noch weg. Ach so. Haben wir die Kettenhammer? Komm gar nicht weiter ran. Ich denke mal, die müssen bis dahin da geschoben werden. Wie jetzt? Jetzt hat's Klick gemacht. Tada! Dieses Analogstick. Alle Fackeln müssen brennen, sonst kann hier niemand durchrennen. Tada! Versuche die Fackel zu enthüllen, wirst du deine Aufgabe erfüllen. Nein! Hier sind die Energiekristalle, aber der Weg ist versperrt. Kein Problem. Jinga weist euch den Weg. Es wird Zeit, diese Ausgeburten der Hölle zu stellen. Wir nehmen den Aufzug nach oben.
Der Rückweg ist abgeschnitten. Gerade falsch gefahren. Muss es doch rumfahren. Gut, dass wir den Hammer mitgenommen haben. Mit der Leertaste zertrümmern wir diese Felsen einfach. Also bam, bam, wie so eine Axt hier. Wie so ein... ein Objekt zu beschweren. Willst du dich auf deinem Weg bewähren? Aha. Ich gehe jetzt zurück, okay. E2. Laufe gegen Blöcke und drücke die Leertaste, um sie zu schieben. Säulen können auch gezogen werden. Bleib dafür einfach still vor ihnen stehen und betätige dann die Leertaste. Oho. Ein Schieberätsel. Diese Blöcke können nicht gezogen werden, dafür aber die Säulen. Hä? Stopp, schon verkackt. Hä, wie jetzt? Verkacke ich jetzt irgendwas? Oder wie? Mann! Ach so. Aha, einmal. Hä, wie jetzt? Oh je. Mit den Rätseln, das fängt schon gut an. Okay, so. So. Einmal so. Dann so. So ist der Weg offen. Dich verkacken. Können wir zumachen? Oh Gott. Verkackt. Nein! Och. Okay, ich will alles zurück, ne? Ey, sag mal.
Meine Güte, ganz schön wild hier. Dass wir die überhaupt schieben können. Es schieben kann, die Finger. So, ist nochmal. Da muss ja dahin. Hä, wie jetzt? Schilder verrissen. Nee, können uns noch retten. Aber jetzt kriegen wir einen Weg. Stacheln wird abgesenkt. Wow, bist du denn für ein Drache? Hält der, die macht Notterbar. Dann können wir es auch retten jetzt. Nee. Scheiße. Oh. Ernsthaft. Och. Mann. Sag mal, ich verkacke das, aber die Stacheln sind abgesenkt schon mal. Ich sag mal. Vor uns sollen gekriegt, Mensch. Oh Gott, ey, das ist ja obermega peinlich. Gott, ey. Boah. Ich tue das nicht kann. Scheiß drauf. Ich hasse Kommentare, kriegst du euch welche kriegen. Oh Gott. Das war alle besiegen, jo. Vor mir was draufstellen. Watz, watz, watz.
genau deswegen. Weil sie nämlich ankommen. So, müssen wir das wieder rüberschieben? Ist weit. Nein. Upsala. So. Hä? Doch nicht. Hä? Ich hab bloß draufgestellt. Na, kennt ihr diese Brücke? Für uns sind es noch wenige Schritte, aber warum verliert die Insel noch nicht an Höhe? Ich kann die pulsierende Energie der Kristalle spüren. Die sind noch nicht zerstört. Hoffen wir, dass die anderen dabei sind. Auf dieser Seite befindet sich der Mechanismus, der die Stacheln im Boden versenken wird. Wo ein Wille ist, da ist doch ein Weg. Das stimmt allerdings. Geht einfach diesen Symbolen danach hier. Tada! Jetzt soll der Weg frei sein. Yeah! Geht doch! Es ist Zeit, diese fliegende Insel im Meer zu versenken. Konzentriert eure Energie zur Vernichtung dieser Kristalle. Na, kennt ihr diesen Ort? Richtig, das ist von Lufia 2, Rise of Sinistrals. Das Finale von Lufia. Die ersten Kristalle sind zerstört. Na, wer steht da oben? Erim, Gades, Amon und Daos. Ne, Daos nicht. Wo ist Daos? Auch er erwartet euch, aber das hat Zeit. Was führt der Unholde im Schilde? Lasst mich diese Menschen auf meine Lanze spießen und ins Meer schleudern. Erst nachdem die Klinge meines Schwertes ihnen alle Gliedmaßen abgetrennt hat. Daos, was ist? Jawohl, jetzt geht's los gegen Gades, Amon und Erim. Hallo. Was macht dieses Weib da? Sie zieht Kraft aus den Energiekristallen. Sollten die nicht längst zerstört sein? Ich kann Magie nicht ausstehen. Bild KP aller Helden auf, vielleicht Courage.
Daraus erwartet uns später wie? Du sagst es. Right! Nicht zu wiederbeleben? Warum nur? Warum ist ihre Macht nicht geschwächt? Warum fliegt die Insel weiter? Oh Gott, 10.000. John! Verdammt! Wo ist Yoru? Du! Wir wurden verraten. Ey, da zwei Klingen. Etwas Fürchterliches ist passiert. Sie werden nicht kommen. Nur wenigen wird die Ehre zuteil, von der Herrin des Todes persönlich in die Höhle beführt zu werden. Nein! Mirabelle! Dies wird euer Grab, Celia. Was ist noch geschehen? So darf es nicht enden. Nein! Ist storymäßig. Alles storymäßig. So darf es nicht enden. Erims Vision darf sich nicht bewahrheiten. Vision. Ein Jahr zuvor. Lufia, Birth Legend, yeah! Ja, die ganzen Mitarbeiter. Taya Musik und da sind wir zu Hause. Mein Heimatdorf. Es sind Monate vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich muss unbedingt zu Hause vorbeischauen und nach meiner Schwester sehen. Ja, wir sind Yoru, Level 1. Ich bin jetzt ein Jahr zuvor. Hallo Yoru, was machen deine Schwerttechniken? Ich übe meine Axt täglich am Holz. Nicht schlecht. Wenn ich die Stadt verlasse, um Bäume zu fällen, treffe ich immer häufiger auf Monster. Weißt du etwas darüber? Meinst du, es wird noch schlimmer? Weißt du etwas darüber? Es wird schlimmer werden. Machen wir doch keine Angst. Doch, leider ist es so. Ich bin zu Hause. Mary ist garantiert in ihrem Zimmer und studiert. Erstmal die Kiste mitnehmen. Wieder so hinstellen, es wäre nichts gewesen. Da ist er. Mary, ich bin zu Hause. Hallo. Yoru, du bist zurück. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen, Bruder. Komm mit runter, da kannst du mir beim Essen alles erzählen.
Zuerst habe ich die Umgebung der Osthöhle erkundet. Dann bin ich bis zum Fuße der Gebirgskette gereist. Die Wälder unterwegs sind voller Monster. Je weiter ich mich von Lieblichheim entfernte, desto stärkere Ungeheuer stellten sich mir in den Weg. Deine Geschichten hören sich aufregend an. Aber ich bin froh, dass wir hier im Dorf sicher vor Monstern sind. Ich saß in der Zeit über meinen Büchern der weißen Magie. Mir fehlt die Praxis. Nach dem Studium wird sich alles ändern. Dann werde ich Rebeccas ganzen Magieladen aufkaufen und Menschen mit meiner heilenden Magie helfen. Gute Idee. Dann werde ich eine Reise machen. Wirklich? Hört sich gut an. Nein, bleib zu Hause. Hört sich gut an. Wenn du willst, werde ich dich dann begleiten. Allein ist nur halb so gut. Ja, wir werden zusammen reisen. Warst du schon mal in Glorien? Ich habe gehört, dort schneidern sie die schönsten Kleider der Welt. Im Moment scheint das alles noch so fern. Wie schmeckt dir eigentlich der Fisch? Wie in Lufia 2, Fisch. Also Lufia 1. Wunderbar. Ist der immer so bitter? Das ist echter Stinkefisch aus Marin. Wie in Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Stinkefisch. Halt schon eine Delikatesse. Also eines von diesen Gerichten, die am besten schmecken, wenn du das Preisschild dabei vor dir liegen hast. Du bist gemein. Das Preisschild vor dir liegen hast. Auch nicht schlecht. Wenn Mutter doch noch leben würde. Weißt du, allein ist es in diesem großen Haus sehr einsam. Versprich mir, dass du nicht noch einmal so lange weggehst, Bruder. Entschuldigung, ich rede zu viel. Du bist sicher müde von der Reise. Du weißt, wo dein Bett steht. Fühl dich wie zu Hause. Schön, dich zu sehen. Falls du dich ausruhen möchtest, du weißt ja noch, wo dein Bett steht, oder? Nö, ich hab's vergessen. Ich weiß, wo mein Bett steht. Ich glaube, da mit dem Schwert ist unser Zimmer. Ich leg mich schlafen. Gute Nacht. Ich mich nicht, aber... Juro legt sich schlafen. Und schon wieder Mund aus so Moment. Können wir einfach rausgehen? Okay, wir können einfach rausgehen. Was ist hier drin? Ah, Casino. Hört man eine Musik. Lufia-Kenner wissen das unter euch. Es ist ein Casino. Sieht aus wie Tia. Tia. Hey, Juro. Ist doch Tia. Möchtest du einen Tee? Wir haben Cooking Gold. Ist aber Tia, nicht Tia. Ich glaube es nicht, Juro. Du bist zurück. Mich dürstet es nach einem neuen Tee. Hast du vielleicht einen besonderen dabei? Ich hätte was für dich. Ja, hast du mir einen Tee mitgebracht? Ich dachte, ich hätte noch einen Ayurveda-Tee in der Tasche gehabt. Schade. Weißt du, es gibt die verschiedensten Teesorten auf der Welt und jede Region hat ihre ganz eigene Spezialität. Einen Ayurveda-Tee wollte ich schon immer mal probieren. Wenn du irgendwann kaufen kannst, dann bring ihn mir bitte einen mit. Ja, das ist so eine Nebenaufgabe. Dieser Grüntee ist köstlich und dazu noch gut für mein schwächelndes Sehvermögen. Na, wunderbar. Okay, hier ist das Hotel. King Vitaya. Hey, das ist der Opi. Wie in Lufia Rise of Sinistrals, ein Opi, der uns ein Tutorial macht. Hier ist Job. Hallo, Juro. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Ich habe kein Geld. Hast du schon Rebeccas neuen Magieladen besucht? Folge einfach der Treppe nach oben. Ich büx mal kurz. Und stell wieder hin, als wäre nichts gewesen. Ja, Terranigma-Musik.
Magieladen. Willkommen! Wir haben noch kein Geld, nicht mal für Zauber. Ich habe letzte Nacht einen Feuerball gesehen. Ist wie in Lufia, ja. So, Opa. Wir können sogar... Nee, nicht so speichern. Gibt's hier keine Kirche? Nee. Hey, Opa. Oh, schön, dich wiederzusehen. Bist du bereit für deine Prüfung? Prüfung? Es kann losgehen. Hoho, so kenne ich dich. Dann ist ja alles klar. Ich gehe jetzt vor in die Prüfungshöhle östlich von hier und warte dort auf dich. Dann ist ja alles klar. Ja, nicht doppelt. Reicht einmal. Zur selben Zeit im Königreich Norwich. Achso, muss ich drücken. Oh, da ist Royd, mein König. Ich bringe beunruhigende Nachrichten. Unsere Händler wurden angeblich von Echsen überfallen. Echsen? Das ist unmöglich! Wir haben die Biester vor Generationen ins Meer getrieben. Noch etwas. Boten melden dichten Rauch über den Feuerberg. Ein Ausbruch könnte bevorstehen. Gleich zwei unglaubliche Nachrichten an einem Abend. Schick einen Erkundungstrupp aus. Nein, du wirst die Gruppe anführen, Royd. Geh zum Feuerberg und haltet unterwegs nach diesem wiederaufstehenden Echsen Ausschau. Ich will wissen, wie ernst die Lage wirklich ist. Ich habe verstanden. Hast du mir noch etwas zu berichten, mein junger Freund? Ja, da gibt es noch etwas, aber es sind nur Gerüchte. Raus mit der Sprache. Eieiei. Also Osten ist hier und die Weltkarte wie in Lufia 2. Osthöhle. Ich bin hier drüben. Dieser Felsbrocken hier ist eben von der Decke gefallen. Noch einmal Glück gehabt, da hätte mich erschlagen können. Befreie mich doch bitte von diesem Felsen, indem du ihn zur Seite schiebst. Dafür bin ich nun wirklich nicht mehr kräftig genug. Okay, zack. Warum lässt du einen alten Mann so lange warten? Hey. Ach was, ich mach nur Spaß. Übrigens, wenn du erstmal stärker geworden bist, wirst du auch verschiedene Dinge heben und tragen können. Aber damit sage ich ja dir nichts Neues. Komm schnell mit. Im nächsten Raum kannst du mir dein kämpferisches Geschick beweisen. Manchmal kann das Besiegen aller Gegner eines Raumes der Schlüssel zur nächsten Türe sein. Aber in der Regel lassen sich mehr oder weniger verzwickte Schalter finden. Soll ich dir mehr über das Kampfsystem erzählen? Ich bin kein Anfänger. Ich bin wirklich kein Anfänger. Und die Blobs, hey, wie in Lufia. Protoblob, heißen sogar so. Was? Oh, ups. Ja, du kannst die Zornfähigkeit einsetzen. Ist die voll, so kannst du besondere Fähigkeiten freisetzen, die Zornattacken. Sprich später mit mir, falls du mehr über diesen Kampf wissen willst. Jetzt zeig diesen Schleimbeuteln, was du kannst. Ah, ich über diese Texte dazwischen. Upsala. So überraschend wie dieser Gegner aufgetaucht ist, wirst du ihm nicht entkommen können. Heil dich notfalls mit Proviant aus seiner Tasche. Ja, so geschwächt bin ich jetzt nicht. Junge, Junge, in dieser Höhle wimmelt es ja heute von Monstern. In der ganzen Umgebung werden es immer mehr. Ich hätte beinahe vergessen, dir das hier zu geben. Ursprungszauber. Falls du dich in einem Raum beim Verschieben von Gegenständen einmal ganz verwurschtelst, kannst du es wieder ungeschehen machen, indem du den Ursprungszauber anwählst. Drücke A, um das Quest-Zauber-Menü zu aktivieren. Du findest diese magische Sanduhr auch im Menü unter Gegenstände. Ja. Ich werde lieber hier auf dich warten. Erforsch du weiter die Höhlen und liest dir die Infotafeln aufmerksam durch. Solltest du hier brauchen. Ach, den Enthüllungszauber haben wir noch nicht, okay. Na.
eine Schatzkiste. Wow, ein Krafttank. Was jetzt? Ey, ist eine Sackgasse. Hä? Wie jetzt? Ah. Stimmt, man kann es ja hochschieben. Wütender Angriff. Ah, das ist Zorn. Okay. An manchen Stellen kannst du in die Tiefe springen. Achte auf Pfeilsymbole. Krüge hebst du mit der Aktionstaste? Ja, wissen wir ja schon. Aha. Okay. Kann ich dir das mitnehmen? Oh, ich kann damit Treppen gehen. Muss das hier rein? Dunkle Platten, dunkle Steine. Jeder sucht das seine. Ging das nochmal? Nee, so gerade nicht. Ah! Mist. Warte, was ist? Dunkle Platten, dunkle Steine. Jeder sucht das Seine. Ach, geh weg, du Plockmann. Watz. Nicht Mist, sondern Watz. Ja, Stufe 2. Müssen die doch nur auf die dunklen? Hä, wie jetzt? Ich glaube, die müssen nur auf die dunklen. Das sind ja bloß 3 Steine. Und 4 Platten. Ich glaube so. Na. Ha. Genau so. Ging es. Ach so, wieder das mit dem Sch. Ja. Vorsicht, rollende Felsen, lass dich von ihnen nicht verletzen. Während diese Felsen dich nur verletzen, gibt es andere Dinge, die dich gleich bei der ersten Berührung das Leben kosten können. Hast du schon herausgefunden, wie die Schachrillen eingefallen werden? Schau dich. Achso, ja, ja, mit dem Schalter.
Ach so. Natürlich. Autsch. Sebastian tot, Mann. Ein Hut. Zum Ausrüsten. Auf deiner Reise wirst du verschiedenfarbigen Truhen begegnen. Rote beinhalten übliche Gegenstände, blauen Truhen wirst du einzigartige Auszug finden und grüne Truhen verbergen Quest-Items. Silberne Schatztruhen enthalten Geld, bei allen anderen Arten von Truhen darfst du dich überraschen lassen. Aha. Das könnte so. Das ist auch, silberne Schatztruhen gibt. Aua! Das ist zu viel, hat es nicht gekostet. Ja, mit den Geheimgängen. Buschmesser. Ja, yeah. Wir können jetzt Gras zerhacken. Oder. Ein Frostschwert. In dieser Truhe befindet sich ein ganz besonderes Kurzschwert mit magischen Eigenschaften. Sobald du es angelegt hast, wirst du im Kampf eine neue Fähigkeit zwischen deinen Zauberfähigkeiten entdecken. Bist du von Zorn erfüllt, entfesselt dieses Schwert einen eiskalten Frostschlag. Also gleich mal ausrüsten. Noch besser als Obstmesser. Upsala. Ja, Buschmesser, das ist. Das sind Heilpunkte da oben. Man merkt schon, dass die Gegner schwächer sind. Boah, Klopp ist gleich tot. Oh, kritisch. Monsterseele. Lebenskraft eines Monsters. Wow. Gibt's noch einen Geheimweg? Nö. Weil die Kiste da so. Schon einen Geheimweg, warte mal. Ja, ich wusste es. Okay, nur wegen Kraftwasser, aber. Aktuell ist es natürlich nicht, gell? Ich glaube, wir müssen hier runterfallen. Endlich bist du eingetrudelt. Was hat dich aufgehalten? Also deinem Alter da. Ach, was plapper ich da? Ich bin nur neidisch. Du hast in Rekordzeit hierher geschafft. Auf dich war dein letzter Gegner, damit seine Prüfung abgeschlossen. Ja, dieser Blob da. Ein Riesenblob. Wow. Ups, richtig so.
Seine schleimige Substanz beginnt in ihre Einzelteile zu zerfallen. Du musst alles erschlagen. Yeah! Aua! Kurz heilen. Jawohl! Probieren, zweimal, Stufe 3. Huch! Der zerfallene Schleimkörper des Monsters hat eine rote Kugel preisgegeben. Mysteriöse Kugel halten. Mehr gibt's hier nicht. Ein Riss in der Wand. Der erste Schmal, um ihn durchzugehen. Da brauchen wir eine Bombe. Was für eine Vorstellung. Haha, ich fühle mich an meine Jugend erinnert, als ich die Monster noch selber vermöbelt habe. Eine links und eine rechts und dann... Was hältst du da für ein merkwürdiges Artefakt in deinen Händen? Ich lasse dich deinen kleinen Sieg noch etwas feiern. Dann gehe ich schon zurück ins Dorf. Ich muss meine Bücher zu Rate ziehen. Besuch mich, sobald du zurück bist. Und gib Acht auf dieses Artefakt, dass es dir niemand abnimmt. Hm? Ist das so wichtig? Der hinten schwarze Mann. Mysterious shit is going on. Wo ist denn der Mann? Hier ist Geld versteckt hier oben. Wir haben unser erstes Gold, also zweites Gold schon. Hier kann man schon auch Gold finden in den Gräsern. Oder Proviant. Jetzt kann ich einkaufen. Tablett. Kopftuch. Umhang. Ist das ein Einhandschwert? Schon gerüstet sind. Es gibt Besseres. Ehrlich, es gibt Besseres. Da.
Und Magie können wir uns kaufen. Stark. Bis alle Gegner zu zittern. Flammende Funke. Magie-Tech können wir noch gar nicht. Mit Musik. Kann Musik anhören. Von da. In dem Spiel. Der Opa. Er wohnt doch nicht bei uns. Hier ist doch Mary. Wo ist der hier drin, der Opa? Im Teehaus. Ah, hier ist er. Selbst meine wertvollsten Bücher sind bei dieser Frage von keinem großen Nutzen. Da verrät mir mein alterndes Gedächtnis, dass ich eine Kugel wie die, die das Monster unterlassen hat, nicht zum ersten Mal sehe. Damals brachte sie großes Unheil über den nördlichen Teil dieses Landes und seine Bewohner. Bis ich die Spur dieser mystischen Kugel schließlich verlor und die dunkle Zeit vorüberging. Man erzählte sich, sie sei an ihrem Ursprungsort zurückgelangt. Ich weiß nicht, wie verlässlich meine Informationen sind, deshalb möchte ich nicht so viel sagen. Aber nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt sollen so viele Monster wie noch nie ihre dunklen Höhlen verlassen haben. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zu den Ereignissen damals. Eins ist leider sicher, die Jahrhunderte des Friedens sind Vergangenheit. Es ist wichtig, dass wir mehr erfahren und deshalb habe ich einen Auftrag für dich. Ich weiß, du bist gerade erst heimgekehrt, aber du bist in diesem Dorf nun mal der erfahrenste Kämpfer. Nimm dich der Sache an und such meinen älteren Bruder Phleos in Solio auf. Er wird uns weiterhelfen können. Nach Solio gelangst du über den Gebirgspass im Osten. Mir bleibt nichts, als dir viel Glück für deine Reise zu wünschen. Nimm dich der Sache an und suche meinen älteren Bruder Phleos in Solio auf. Er wird uns weiterhelfen können. Nach Solio gelangst du über den Wünsch dir viel Glück. Okay. Da ist die Mary. Du hast wieder vor, auf eine Reise zu gehen, nicht wahr? Dieses Mal werde ich dich aber nicht allein gehen lassen. Ich komme mit. Gut, wir gehen zusammen. Ich werde dir mit meiner Magie helfen. Weißt du eigentlich, wie man mit Zauber umgeht? Das Zauberrollenmenü ist jetzt aktiv. Du kannst es über das Hauptmenü aufrufen. Ich werde es gleich einmal für dich öffnen. Du kannst dort dann einen von uns mit den Heilzauber stark ausstatten. Diesen Zauber habe ich mitgebracht. Am besten rüstest du mich auch damit aus, damit ich dir auch wirklich eine Hilfe auf unserer Reise sein kann, ja. Aha. Okay. Gut, machen wir uns auf den Weg nach Solio. Der Gebirgspass wird unser erstes Abenteuer werden. Wird es sehr gefährlich, Juro? Vielleicht sollten wir uns vorher noch frischen Proviant und vielleicht sogar Zauber kaufen. Hatte ich schon gemacht. Gibt's hier auch Kämpfe? Hier draußen? So. Gold. Oh. Aber wir brauchen mal einen Zauber für alle Monster. Sturm oder sowas.
Oder können wir die ausrüsten? Ah, eine Route. Gut. Oh. Was? Die Mütze hat Stärke. Hä? Wie jetzt? Ja, heilt mehrere um. War nur die Zonenattacke. Schneidebrett. Ah! Mensch. Und bloß ein Lebenskraut. Wenn mal jemand sterben sollte, nicht gut. Kostet auch viel. Rutsch mal. Rutsch mal, du. Ich glaube, ich mache erstmal hier Schluss für heute. Waren das mal die Anfänge so von Lufia of Legend? Ja, nur nochmal speichern. Und dann seht ihr das auch auf YouTube. Ich werde immer so Stundenparts machen. Gucken, oder es kann noch länger gehen, aber so Stunde ist Minimum. Speichern müsste. Gut, überprüfe ich gleich. Okay, Leute, also dann. Ich hoffe, dass. Also, das gefällt euch, dieses Stream-Mitschnitt auf YouTube. Also, ich werde es dann hochladen und dann ist es oben. Und ja, ansonsten. Bis zum nächsten Mal.